Hey, ich bin Carsten, Data Scientist bei DataSolute und das Thema des heutigen Videos ist der Autoloader. Ein Autoloader ist Bestandteil einer Datenpipeline oder auch Datenstrecke genannt. Um sich das Ganze einmal besser vorzustellen, wofür eine Datenpipeline überhaupt nötig ist, stellen wir uns mal vor, dass wir an einem Machine Learning Projekt arbeiten für einen Online-Markt, ein E-Commerce-Unternehmen. Und wir sollen jetzt ein Machine Learning Modell trainieren, welches für einen bestimmten Anwendungsfall Vorhersagen treffen soll. Die Daten, die wir für das Training des Machine Learning Modells benötigen, sprich die Features, sind in der Regel noch nicht in der Form vorhanden, sodass wir diese direkt fürs Training nutzen können. Die sind zwar irgendwo in dem System des Online-Markts hinterlegt, aber noch nicht in dem Format, das wir wirklich für das Training nutzen können. Aus diesem Grund müssen wir die Daten erstmal transformieren, neue Informationen daraus gewinnen und diese in ein Format bringen, welches wir wirklich für das Machine Learning Modell bzw. für das Training nutzen können. Und dieser ganze Vorgang findet dann in der Datenpipeline statt, in der Schritt für Schritt Daten transformiert werden, um daraus wirklich einen Datensatz zu erhalten, der für das Training genutzt werden kann. Da die Daten vom Online-Markt erhoben und abgespeichert werden, können wir in der Rohfassung immer auf die Daten zugreifen. Sagen wir einfach mal, um das Ganze ein wenig in die Realität zu bringen, dass wir ganz vereinfacht jeden Tag einen zum Beispiel CSV-File bekommen von den tagesaktuellen Daten und diese werden dann in irgendein Cloud Storage geladen, von dem aus wir dann die Daten erhalten und bearbeiten können. Das Ganze kann in der Praxis natürlich noch viel, viel größer sein, indem zum Beispiel täglich Tausende oder sogar Millionen CSV-Files kommen und erst da treten die Probleme richtig auf. Der Part, in dem die Daten dann vom Cloud Storage in die Datenpipeline eingesetzt werden, wird auch als Data Ingestion bezeichnet. Und genau da kommt der Autoloader ins Spiel. Bei der Ingestion müssen mehrere Punkte beachtet werden, von denen drei ganz besonders wichtig sind. Erstens muss darauf geachtet werden, dass immer nur die neuen Files geladen und transformiert werden. Stellen wir uns mal vor, dass wir schon 1 Million Files in unserem Cloud Storage haben und es kommt am Folgetag ein neues File dazu, dann wollen wir natürlich nicht die Millionen Files von vorher nochmal laden und transformieren. Das wäre viel zu ineffizient. Zweitens muss darauf geachtet werden, dass kein File vergessen wird und auch wirklich alle Files, die ankommen, geladen werden, da wir ansonsten wichtige Daten verlieren würden. Der letzte Punkt bezieht sich auf das Schema des Datensatzes. Jeder Datensatz hat ein Schema, sprich welche Spalten er so hat und welche Datentypen die Spalten haben. Und es könnte in der Praxis passieren, dass sich das Schema des Datensatzes plötzlich ändert. Und sollte das passieren, wollen wir natürlich nicht, dass der ganze Vorgang abgebrochen wird, sondern dass das irgendwie gehandhabt wird. Und all diese Aufgaben sollten zuverlässig gelöst werden können. Und genau hier kann der Autoloader von Nutzen sein, da er diese Aufgaben auch zuverlässig lösen kann. Bevor wir uns jetzt den Autoloader von Databricks anschauen, könnten wir uns einmal zusammen überlegen, wie wir das Ganze zum Beispiel selber implementieren würden, um dieses Problem zu lösen. Generell hilft es oftmals bei solchen Problemen zu schauen, wie man das erstmal naiv lösen würde, um zu schauen, wo die Probleme wirklich auftreten. Und der wohl naivste Ansatz, dieses Problem zu lösen, wäre, wenn man sich ein kleines Programm drumherum baut, welches zum Beispiel in eine Liste schreibt, welche Files wir schon abgearbeitet haben, sodass wir dann bei neuen Files schauen können, ob diese in der Liste sind oder nicht. Das Problem an diesem Ansatz ist, dass er überhaupt nicht skalierbar ist. Wenn wir dann schon Millionen Files in dieser Liste haben, müssen wir für jedes File diese Liste abarbeiten, sodass das Ganze sehr schnell ineffizient werden kann. Das Ganze könnte man natürlich mit noch mehr Logik versehen und zum Beispiel jedes File, was ankommt, mit einem Datum versehen und dann immer nur die des aktuellen Datums abfragen. Das Problem daran wäre aber, dass, sagen wir einfach mal, wir machen das so und wir sagen jetzt, dass wir jedes Mal um 3 Uhr morgens alle Files einlesen, könnte es zum Beispiel passieren, dass irgendwelche Files verspätet ankommen und wir diese so vergessen würden. Also ist auch dieser Ansatz mit ein wenig Problem verbunden. Deswegen müssen wir uns irgendwie eine clevere Lösung überlegen, wie wir das Ganze handhaben können. Und der Autoloader wird diese Lösung sehr simpel darstellen können.
Da wir uns in diesem Video noch auf die Implementierung fokussieren wollen und nicht zu sehr in technische Details abdriften wollen, können wir an dieser Stelle noch kurz sagen, dass der Autoloader mit einem Checkpointing-System arbeitet. Das bedeutet, dass er mit gewissen Checkpoints kennzeichnet, welche Dateien schon gelesen worden sind und welche nicht, und darauf aufbauend erkennt, welche Files noch geladen werden müssen und welche nicht. Zum Autoloader von Databricks lässt sich noch sagen, dass er verschiedene File-Formate einlesen kann, wie zum Beispiel CSVs, JSONs, Parquet und noch andere File-Formate, welche alle in der Dokumentation aufgelistet sind. Und insgesamt gibt es zwei Umsetzungsmöglichkeiten, wie der Autoloader erkennt, welche Files er schon geladen hat und welche nicht. Da gibt es zum einen das sogenannte Directory Listing, wo der Autoloader grob gesprochen wirklich einfach nur schaut, welche Files er schon geladen hat und sich dann eben daran orientiert, welche Files er noch laden muss. Und die zweite Umsetzungsmöglichkeit bezieht sich auf Notification Services der Cloud-Anbieter, da Databricks eben verstärkt für Cloud-Anwendungen geschrieben worden ist. Da wird dann der jeweilige Notification Service der Cloud genutzt, um in eine Queue reinzuschreiben, welche Files als nächstes geladen werden müssen, um auf diese Art und Weise zu erkennen, welche Files schon alt sind und welche jetzt neu sind und dann in die Pipeline eingesetzt werden sollen. An dieser Stelle können wir uns das Ganze mal an einem Implementierungsbeispiel vorstellen, und da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Wechseln wir einmal in die Notebook-Ansicht und schauen wir uns einmal an, wie der ganze Autoloader dann in Databricks letzten Endes implementiert werden kann. Zunächst einmal, um einen Überblick über das Notebook zu schaffen. In diesem Notebook werden wir sozusagen eine Ingestion simulieren, welche dann mit dem Autoloader eingelesen wird. Dazu werden hier einige Pfade gesetzt, um das Ganze vernünftig abzuspeichern. Und dann werden wir hier einen kleinen Fake-Datensatz erstellen, in dem einfach nur zwei Spalten mit ID 1 und ID 2 erzeugt werden, wo jeweils eine 1 drin steht. Dann wird das Ganze hier mit der Zeile ins Databricks File System geschrieben. Wichtig ist natürlich an der Stelle, dass das Ganze für Cloud-Anwendungen gedacht ist primär. Also sowas wie zum Beispiel S3 für AWS oder Azure Blob Storage für die Azure-Anwendung. Aber um das Ganze simpel zu halten, schreiben wir das direkt ins File-System von Databricks. Da funktioniert der Autoloader genauso. Und dann werden wir das Ganze eben mit dem Autoloader einlesen. Das passiert hier, gehen wir gleich genauer drauf ein. Und dann werden wir uns das Ganze dann eben nochmal abspeichern, sozusagen simulieren, wie wir dann mit den Daten weitergehen können. Dann werden wir noch eine zweite Ingestion durchführen, um zu gucken, wie der Autoloader dann das erste File handhaben wird, welches er schon bereits eingelesen hat. So, fangen wir jetzt aber nochmal oben an und erstellen zunächst einmal den Datensatz. Dazu führe ich jetzt erstmal die Zellen hier aus. Schritt für Schritt. Und jetzt haben wir schon mal unseren Datensatz erstellt und abgespeichert. Bevor wir jetzt mit der Implementierung des Autoloaders beginnen, ist es noch wichtig, dass wir den Autoloader vorab irgendwie mitteilen, welches Schema wir benutzen. In dem Fall werden wir das vereinfacht darstellen und direkt das Schema wirklich festlegen. Es gibt aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass der Autoloader das Schema von alleine erkennen kann. Da könnte es nur einige Probleme geben, wenn wir beispielsweise einen Longtype haben wollen, aber er das Ganze dann als Integer erkennt. Also da kann es zu kleinen Problemen kommen. Aber in dem Fall legen wir das Schema einfach direkt fest und sagen, die beiden Spalten sind vom Type Long. Und jetzt werden wir den Autoloader auch wirklich dann hier in dieser Zelle nutzen. Das Ganze wird immer mit spark.readStream geschrieben. Auch wenn das Ganze auch für Batch-Anwendungen genutzt werden kann, wird das Ganze immer als readStream geschrieben. Und um dann dem ReadStream mitzuteilen, dass wir die Autoloader-Funktionalität haben wollen, schreiben wir immer .format CloudFiles. Das ist das Kennwort, was man im Format einsetzen muss, um die Autoloader-Funktion zu aktivieren. Und dann können wir, wie schon eben bei spark.read, ganz viele Optionen mitgeben, wie wir das Ganze einlesen wollen. Beispielsweise sagen wir hier, dass das Ganze als CSV-Format eingelesen werden soll. Und dass wir den Header mit einlesen wollen, sprich die erste Zeile, dass das Ganze nicht als Datenpunkt gelesen wird, sondern als Name der Spalte. An dieser Stelle geben wir dann das Schema noch mit. Wie gesagt, gibt es hier noch andere Möglichkeiten, beispielsweise
können wir hier Schema-Hints benutzen und hier reinschreiben, welche Datentyp die Spalten haben. Und wenn wir jetzt das Schema nicht immer fest angeben wollen, bietet es sich auch immer an, das Schema abzuspeichern und damit sich der Autoloader da eben dran orientieren kann, wie das Schema schon aussah. Es wird noch ein zweites Video geben, welches darauf folgt, wo genau nochmal erklärt wird, wie der Autoloader die Probleme lösen kann, falls sich das Schema irgendwann ändert und eben ein neues File mit einem anderen Schema eingelesen werden soll. So, jetzt führe ich diese beiden Zellen hier aus. Und dann ist hier an dieser Stelle auch schon der Autoloader aktiv und die Daten wurden jetzt mittels des Autoloaders eingelesen. Für die erste Ingestion ist natürlich jetzt nichts Spannendes passiert, da wir einfach nur hier angegeben haben, dass wir das CSV-File, was wir oben erstellt haben, einlesen wollen mittels des Autoloaders. Und jetzt an der Stelle können natürlich mithilfe dieses Datensatzes, welchen wir hier haben, Transformationen angestellt werden. Er kann in ein Format gebracht werden, welches wir später für weitere Anwendungen, wie zum Beispiel Machine Learning-Modelle, nutzen können. Aber um das in diesem Beispiel einfach zu halten, werden wir diesen Datensatz ohne weitere Transformation einfach wieder abspeichern. Also sozusagen nichts, keine Transformation anstellen. Aber hier zwischen kann ich natürlich so viele Transformationen anstellen, wie ich möchte, da wir einfach einen ganz normalen Spark-Datensatz geladen haben. Um den Datensatz jetzt zu schreiben, benutzen wir WriteStream. Und hier ist eben auch noch eine kleine Änderung zur normalen Write-Funktion von Spark. Und zwar geben wir hier Checkpoint-Locations an. Mit diesen Checkpoint-Locations kann der Autoloader eben erkennen, welche Files er schon geladen hat und welche nicht. So, wenn wir das Ganze ausführen, sehen wir hier auch, dass ein Stream initialisiert wird. Und hier kann ich auch draufklicken und sehe dann, ich gehe jetzt hier erstmal auf Raw Data, müssen wir ein wenig warten, bis was passiert. Das kann einfach ein paar Sekunden dauern. Ah, da sehen wir schon, hier sehen wir, dass eben ein Peak passiert ist und wir ein Input Raw haben, also eine neue Zeile dazugekommen ist, wie es eben in unserem Datensatz oben war. Da hatten wir auch nur eine Zeile. Also bis jetzt alles korrekt. Wir sehen, der Stream läuft auch weiter. Nach einem neuen Update kommt keine Zeile dazu. Ist ja auch klar, weil wir haben nichts Neues dazu getan. Wichtig an dieser Stelle ist, denkt immer dran, wir haben jetzt hier keinen Trigger oder sowas eingestellt. Das heißt, wir müssen das Ganze auch immer stoppen, da das ja ein Stream ist, da wir ansonsten das Cluster permanent oben haben würden und so viele Kosten erzeugen würden, die wir gar nicht haben wollen. Was jetzt eben sehr interessant ist, wenn ich das Ganze jetzt eben nochmal neu starten würde, also ich gehe hier nochmal auf Run Cell, starte es ein zweites Mal, dann werden wir sehen, dass hier keine Input Raw mehr dazukommt. Ja, weil eben hier die eine schon eingelesen worden ist und wenn wir jetzt hier die ganze Zeit abwarten würde, würde sich hier nichts tun. Wenn ich jetzt hier einfach nur Spark.read machen würde und dann wieder Spark.write, würde als Input Raw immer eine neue Zeile dazukommen, da er immer die Zeile neu einliest. Hier hat er aber schon erkannt, dass er diese Zeile schon eingelesen hat. Was ich jetzt hier auch noch machen könnte, wäre hier den Datensatz einmal anzeigen. Wir sehen, dass hier eben auch ein Stream initialisiert wird, da das Ganze durch ReadStream kommt. Und hier sehen wir eben auch einen Peak, weil hier eben die Daten noch nicht, das ist sozusagen eine separate Funktion. Der hat nichts mit WriteStream zu tun. Wir sehen einfach nur, dass wir hier eine neue Zeile dazu bekommen. So, und um jetzt einmal die Autoloader-Funktionalität wirklich nochmal zu untermauern, machen wir das Ganze so, dass wir einen zweiten Datensatz erstellen. Wieder gleiches Schema wie vorhin, nur mit dem Unterschied, dass wir hier eine zweite Zeile mit 2 und 2 dazu schreiben. Und wir führen jetzt diese Zeile hier einmal aus. Und wenn wir jetzt hier einmal nach oben gehen und kurz warten, sehen wir hier schon, dass eine neue Zeile dazugekommen ist. Genau die Zeile von unten. Hier eben auch wieder dieser Peak im Dashboard. Und unten im Display sehen wir eben auch hier, dass wir zwei Zeilen haben.
und hier, wenn ich runterscrolle, die zweite Zeile dazugekommen ist. Und so eben würde der Autoloader arbeiten, um nach und nach nur die neuen Files einzulesen und nicht die alten Files nochmal neu zu laden. Zum Abschluss können wir noch sagen, dass wenn wir zum Beispiel Data Lifetables benutzen, also eine andere Ressource von Databricks, wird uns noch mal ein wenig Arbeit, was den Autoloader angeht, abgenommen, da dann beispielsweise die Checkpoint Locations oder Schema Locations automatisch von Data Lifetables bzw. dem Autoloader in Data Lifetables gemanagt werden. Also müssen wir die nicht wie oben nochmal separat angeben. Dann können wir auf jeden Fall noch einmal uns die Datensätze anschauen, die wir jetzt geladen haben. Da wir ja zwei Ingestions simuliert haben, werden wir auch zwei verschiedene Versionen haben. Also können wir hier mit spark.read und wenn wir hier die Option Version as of angeben, beginnt bei 0, können wir uns einmal den ersten Datensatz angucken. Das wäre dann der Datensatz mit genau einer Zeile. Und wenn wir jetzt hier auf Version 1 gehen, sehen wir auch, dass wir dann zwei Zeilen haben. Genauso wie oben auch simuliert. Und genau so würde dann der Autoloader arbeiten und uns eben nur nach und nach die Files laden, die wir eben neu dazugeben. Wie auch oben, da haben wir zuerst das eine File hinzugetan, ist einmal geladen und als wir dann das zweite File hinzugetan haben, hat der Autoloader auch nur diese neue Zeile hinzugetan und nicht dann eben nochmal alles neu abgefragt. Zum Schluss machen wir noch ein Cleanup, um eben alles sauber zu halten. Und es wird noch einen zweiten Teil geben, in dem wir dann auf die Schema Evolution eingehen, also wie der Autoloader das Ganze handhaben kann, wenn sich das Schema plötzlich ändert und am nächsten Tag ein Datensatz mit einem neuen Schema eingelesen werden muss. Denn das kann eben in der Praxis zu Problemen führen, wenn man sich nicht vorher überlegt, wie man das Ganze managen möchte. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet einen guten Einblick in den Autoloader von Databricks bekommen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr weiteren Databricks-Content sehen möchtet, könnt ihr gerne unseren Kanal abchecken. Wie gesagt, wird es noch einen zweiten Part geben, in dem wir auf die Schema Evolution eingehen. Und bis dahin, ciao.